Es war der 9. Oktober und das Gemeindemagazin wurde wieder ausgeliefert. An all jene, die noch wirklich treu waren. Die übrigen unter den Adventisten, die nicht abgefallen waren. Denn unter dem Adventvolk gab es eine große Gruppe, die nicht mehr an 1844 glaubte. Eine große Gruppe, die nichts vom Geist der Weissagung wissen wollte. Eine Gruppe, die ihre ehemalige Erfahrung abgelehnt hatte. Aber es gab noch diese kleine Gruppe der Übrigen, die sich gerne auf Camp-Meetings versammelte, um sich gegenseitig zu stärken und sich daran zu erinnern, dass sie ja noch festhalten am Geist der Weissagung und festhalten an 1844 und festhalten an der Heiligtumslehre. Und weil sie so eine kleine Minderheit waren inmitten des großen Adventvolkes, sagten sie, dass sie Philadelphia sind. Und all die anderen, das sind die Laodizeaner, abgefallen. Aber am 9. Oktober 1856 kam das Gemeindemagazin zu ihnen, der Advent Review and Sabbath Herald. Und auf der Titelseite gab es ein kleines Editorial von niemand geringerem als James White. Und James White hatte seit einigen Wochen, vielleicht sogar Monaten, mit dieser Frage gerungen und er war sich nicht einmal ganz sicher. Deswegen hat er einfach nur ein paar Fragen aufgeschrieben, 11 Stück. Und in der 6. Frage formulierte er, illustriert der Zustand der Laodizeaner nicht eigentlich den Zustand derjenigen, die an die dritte Engelsbotschaft glauben? Und weiter unten in der letzten 11. Frage sagt er, wenn das der Zustand unseres Volkes ist, haben wir dann wirklich einen realen Grund zu hoffen, dass Gott uns günstig gestimmt ist, es sei denn, wir hören auf den Rat des treuen Zeugen. Es waren nur 11 Fragen und sie lösten unter diesen treuen Adventisten, die sich jährlich auf Camp-Meetings trafen, eine gewaltige Reformation aus. Eine Erweckung, wie sie vorher so kaum in den Jahren zuvor gesehen wurde. Wir reden heute oft über 1888 und die großen Erweckungen in den folgenden Jahren. Aber 1856, 1857 wurde die noch junge, sabbathaltende Adventistengruppe von einer großen Erweckung geschüttelt, als sie die Botschaft an Laodicea studierte. Und Briefe kamen zum Review und Herald und alle beschrieben diese unglaubliche Erfahrung, die sie hatten. Das tiefe Empfinden der Reue und das tiefe Empfinden des Sündenbekenntnisses. Man sprach davon, wie Brüder und Schwestern wieder zusammenkamen. Und wahrscheinlich fühlten sich jene Pioniere so ähnlich, wie ich mich zumindest heute Mittag gefühlt habe, nachdem wir den Gottesdienst verlassen haben. So ein 5 Zentimeter höher zum Himmel, oder? Mensch, jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da, die Erweckung. Jetzt ist diese Botschaft so klar und deutlich, wenn jetzt es nicht zu Ende geht, oder? Und Ellen White schreibt in dieser Zeit mehrmals in den Zeugnissen über die Wirkung dieser Botschaft und was es alles bewirkt hat. Und an einer Stelle deutet sie an sogar, dass diese Erweckung direkt in den lauten Ruf hätte münden sollen, ja, dass Jesus wiedergekommen wäre. Jones und Wegener hätten nie gepredigt. Aber 160 Jahre später sitzen wir wieder hier und haben vielleicht auch das Gefühl, dass wir die Letzten sind, die an 1844 dem Heiligtum und anderen Dingen festhalten, oder? Und vielleicht haben wir auch das Gefühl, dass die Fragen oder Predigten, die gestellt worden sind, jetzt eine Erweckung ausgelöst haben. Woher wissen wir, dass nicht vielleicht in 160 Jahren irgendein anderer Sprecher auf irgendeinem anderen Josua-Camp die Geschichte von Josua-Camp 2018 erzählt? Woran lag es, dass die Erweckung nicht zum letztendlichen Ziel führte?
Lag es daran, dass sie noch Schweinefleisch gegessen haben, während sie mit zerrissenen Herzen über ihre Sünden geweint haben? War das das Problem? Ellen White gibt eine sehr einfache Antwort. Fast zu einfach für hochgebildete, bibelstudierte Adventisten. Sie sagt, die Erweckung hat einfach nicht lange genug gedauert. Sie sagt, die meisten, die die Erweckung erlebten, glaubten, dass jetzt ganz schnell alles vonstatten geht. Und als nach wenigen Wochen und Monaten nicht alles so schnell voranging, wie sie dachten, starb die Erweckung wieder ab. In dem Zusammenhang schreibt sie in den Zeugnissen, dass Gott ganz bewusst Zeit gibt für die Erweckung. Denn er weiß, dass viel Erweckung auch mit Emotionen zu tun hat. Ich lese euch nicht die ganzen Paragraphen vor, ihr könnt das selbst im ersten Band der Zeugnisse nachlesen. Sie sagt an einer interessanten Stelle, dass Gott damit wartet, bis die Erregung und die Emotion sich abgekühlt hat, um dann zu sehen, ob das Zeugnis des treuen Zeugen angewendet wird. Jemand hat das mal ganz wunderbar ausgedrückt. Und zwar in sogenannten 95 Thesen. Habt ihr von den 95 Thesen gehört? Also ich meine die von Martin Luther. Wer von euch kennt die 95 Thesen? Ah, wir haben das letzte Jahr nicht mal ein Josua-Camp gehabt, weil wir so viel mit Luther zu tun hatten. Ich war überall Luther und 95 Thesen und Reformation. Wer von euch kann mir die erste These sagen? Da. Fast. Die erste These von Martin Luther war, als unser Herr und Meister sprach, tut Buße, hat er gewollt, dass das gesamte Leben des Christen Buße ist. Als unser Herr und Meister sprach, tut Buße, hat er gewollt, dass das gesamte Leben des Christen Buße ist. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns ein paar Minuten nehmen, um noch einmal darüber nachzudenken, was die Bibel eigentlich unter Buße versteht. Und ich weiß, wir haben schon gebetet, aber vielleicht könnt ihr auf eurem Platz einfach euer Haupt neigen für ein ganz kurzes Gebet und dann schlagen wir die Bibel auf. Lieber Vater im Himmel, ich bin unwürdig, aber du bist würdig. Und wir wollen dein Wort hören, wir wollen verstehen, was du uns zu sagen hast. Wir möchten wirklich nicht nur einen unglaublich wunderbaren Sabbat erlebt haben. Wir sehnen uns nach einer Erweckung, die andauert, die so lange geht, dass tatsächlich auch Charakter verändert werden kann. Das geschieht nämlich niemals an einem Sabbat, wenn die Sonne scheint und alles so wunderbar ist. Herr, schenk uns ein Verständnis für die Buße, wie du sie gedacht hast. Und sei du jetzt mitten unter uns nach deiner Verheißung durch deinen Heiligen Geist im Namen Jesu. Amen. Martin Luther bezog sich natürlich auf Matthäus Kapitel 4. Schlag mal mit mir auf Matthäus Kapitel 4 und dort Matthäus Kapitel 4 und dort Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Erste Lektion, die Botschaft von der Buße ist das Kernanliegen der Botschaft von Jesus. Hatte Jesus sich diese Botschaft ausgedacht? War er der Erste, der auf die Idee kam zu predigen, tut Buße? Ja oder nein? Nein, wer hat schon zuvor dieselbe Botschaft gepredigt? Johannes der Täufer. Nun, als Adventisten haben wir eine besondere Beziehung zu Johannes dem Täufer. Wir sehen seine Kleidung, wir sehen seine Nahrung und sagen, das ist ein Typus auf uns. Zu Recht. Aber das Wesentliche an Johannes dem Täufer war nicht seine Kleidung und nicht seine Nahrung, sondern seine Botschaft. Manche von uns glauben, die Buße besteht darin, das Reformdress von Ellen White genau umzusetzen und nur vegan zu leben. Aber Johannes der Täufer hatte eine Gesundheitsreform und hatte eine Kleidungsreform. Aber das Zentrum seiner Botschaft war die Buße. Jesus predigt, tut Buße. Warum glaubt ihr, hat Jesus
dasselbe gepredigt wie Johannes der Täufer? Hätte er nicht was anderes predigen können? Ich meine, Jesus war der Sohn Gottes. Er kam vom Himmel, um dann genau dasselbe zu predigen wie ein Mann, der schon vor ihm gepredigt hatte. Wir haben ja manchmal als Adventisten so das Gefühl, dass damit jetzt wirklich die Endzeit eintritt, da brauchen wir so irgendwie einen besonderen Kick, oder? Eine besondere Botschaft, eine besondere prophetische Erkenntnis, ein Datum in der Prophetie, das wir noch nicht entdeckt haben, irgendeine Erkenntnis, einen letzten Schnörkel, den noch keiner gesehen hat, und wenn wir den erkannt haben, dann geht's heim. Ihr Lieben, heute Nachmittag möchte ich euch ans Herz legen, dass das, was Jesus sich eigentlich wünscht, eine sehr simple Botschaft ist, die es schon seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden gibt. Die Botschaft von der Buße, die in Offenbarung 3, Vers 19 im Zentrum steht, ist dieselbe Botschaft von der Buße, die Joel und Jeremia und Elia und all die Apostel und die Propheten und alle Reformer gepredigt haben. Manchmal haben wir, und manchmal höre ich das, dass wir ein adventistisches Evangelium haben. Habt ihr schon gehört? Ja, der Luther, der hatte schon so eine Vorform vom Evangelium. Und ja, der Wesley, der hatte schon so eine Vorform vom Evangelium. Aber wir haben das adventistische Evangelium, das Evangelium 2.0 sozusagen. Ja? Da sind noch so ein paar Sachen dazu, die wusste keiner. Und auf die kommt es jetzt an. Ihr Lieben, wenn ich die Laodicea-Botschaft lese, dann würde ich sie so zusammenfassen. Ihr seid gute Adventisten. Es gibt nämlich keinen doktrinalen Tadel, oder? Bei den anderen Gemeinden, da gibt es doch die Lehre Biliams, die Lehre Isabels. Lehrmäßig seid ihr top. Ihr seid gute Adventisten. Könntet ihr jetzt bitte auch noch echte Christen werden? Ihr lacht vielleicht. Aber wenn Adventisten mit der richtigen Rocklänge und der richtigen Verständnis vom Papsttum und der richtigen Idee über Geschäftsevangelisation und einem unglaublichen Wissen über Ellen White im Jahre 2018 sich immer noch streiten und unhöflich sind und nicht miteinander können, dann fehlt es an elementarem Christentum. Und das ist die Botschaft an Laodicea. Tut Buße. Johannes predigte Buße, Jesus predigte Buße, die Apostel predigten Buße. Als der Heilige Geist zu Pfingsten kam, was war die Botschaft von Petrus? Tut Buße. Was hat Paulus gepredigt, egal zu den Juden als auch zu den Heiden? Tut Buße. In unseren Augen ist Tut Buße die Botschaft, die man hören muss vor der Taufe, oder? Buße ist das, wenn ich aus der Welt komme, wenn ich unbekehrt bin, dann muss ich Buße tun, dann werde ich getauft und dann beginnt das lange Leben der Heiligung. Und das Einzige, was dann noch übrig ist, ist der Streit, wie viel Heiligung wir eigentlich brauchen, oder? Da kann man das restliche Leben des Gläubigen sich damit streiten. Viel Heiligung, wenig Heiligung, ein bisschen anstrengend, vollkommene Heiligung. Aber implizit in der ganzen Debatte über wie viel Heiligung, wie viel brauchen wir, ist eigentlich, dass wir alle implizit annehmen, gerechtfertigt sind wir. Die Buße haben wir alle erlebt, wir sind doch alle getauft. Und jetzt ist nun die Frage, ich habe so viele Predigten bei Laodicea gehört und immer geht es letztendlich darum, dass man sagt, ja, wir sind zu lau, wir machen zu wenig Mission, wir studieren Daniel 11 zu wenig, wir müssen die Gesundheitsreform machen, wir müssen hier Änderungen und dort Änderungen vornehmen, hier und dort und jenes. Aber wenn ich Jesus lese, sagt er nicht, du brauchst Glauben, Gerechtigkeit, Augensalbe, Buße. Das klingt für mich mehr nach Rechtfertigung als nach Heiligung, oder? Das klingt mehr danach, als ob, ja, du hast die gesamte Theorie, aber die Grundanliegen des eigentlichen simplen Christentums, so wie es ein Martin Luther gepredigt hat, so wie es die Puritaner gepredigt haben, so wie es ein John Bunyan in Pilgrim's Progress so wunderbar beschreibt, so wie ein Wesley es gepredigt hat, dieses einfache, simple Evangelium, wie die Amerikaner sagen, the old, old story of the cross. Irgendwie ist sie ein bisschen verloren gegangen. Ich traf vor kurzem einen evangelikalen Straßenprediger,
Sie hatten mich eingeladen. Und einer von ihnen erzählte mir, dass er zu Beginn seines christlichen Daseins als Jugendlicher mal in einer Adventgemeinde für mehrere Monate war. Ich sag nicht wo. In Deutschland. Und dann sagte er, es war alles ganz toll und ich habe so viel gelernt. Aber er sagte mir dann, weißt du, Christopher, eins habe ich nicht gelernt. Das Evangelium. Das Evangelium nicht gelernt. Ich habe es bei den Evangelikalen gelernt. Das hat mir zum Nachdenken gegeben. Sei eifrig und tue Buße. Was würden wir nicht tun, wenn Jesus uns sagen würde, du musst in der Laodicea-Botschaft, du musst die Heiligung vollenden. Was würden wir nicht tun, wenn uns Jesus sagen würde, ihr müsst relevant werden für die Massen. Aber das, was Jesus uns auffordert, ist eigentlich die alte, simple Botschaft des Evangeliums. Die einfache Buße. Nun, Luther hat an diesem Punkt sehr zu knapsen gehabt. Luther war aufrichtig und er wollte wirklich sicherstellen, dass er echte Buße erlebt. Zu seiner Zeit hatte man eine interessante Theorie über die Buße. Die Buße war nach katholischer Lehre dreigeteilt. In eurem Kopf ist wahrscheinlich jetzt gerade Folgendes passiert. Ich habe das Adjektiv katholisch verwendet und ihr habt schon gewusst, dass was jetzt kommt falsch ist, oder? So. Teil 1. Man muss über die Sünde traurig sein. Man muss zerknirscht sein. Teil 2. Dann kann ich zum Priester gehen und Vergebung für die Sünden bekommen. Ne? Absolution. Teil 3. Nicht drei Teile. Jetzt muss ich noch irgendwas tun als Wiedergutmachung. Ein gutes Werk. Mir ist zwar schon vergeben, aber irgendwie sollte ich durch ein gutes Werk doch zeigen, dass ich jetzt mich bessern will, oder? Klingt das gut oder schlecht? Ja, ihr habt jetzt euch an den Priester aufgehangen, nicht wahr? Aber nehmen wir mal den Priester weg. Formulieren wir das mal anders. Ich muss zerknirscht sein über meine Sünde. Ich muss traurig sein. Es muss mir wirklich leid tun. Dann kann ich Vergebung bekommen. Kann zu Jesus gehen, kann Vergebung bekommen. Er vergibt mir. Und als Folge werde ich doch natürlich jetzt auch nochmal so richtig mich auch anstrengen, oder? Würdet ihr dem zustimmen? Ich glaube, es gibt zu viele katholische Adventisten, die, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht sich getraut haben, mit dem Kopf zu nicken, wahrscheinlich doch irgendwie so ein bisschen so gedacht haben, oder? Ich muss doch erst traurig sein über meine Sünde. Das muss ich doch, oder? Muss ich das nicht? Ich muss doch traurig sein über meine Sünde. Dann kann ich zu Jesus kommen, der vergibt mir und dann soll ich doch auf jeden Fall gute Werke tun, oder? Nun, Luther hatte weniger Probleme mit Teil 3 oder mit Teil 2. Sein Problem war Teil 1. Denn Luther war wirklich aufrichtig und das macht ihn so ausgezeichnet. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum er in Worms stehen konnte. Er war wirklich aufrichtig mit sich selbst. Und Luther bemerkte in sich etwas sehr Verstörendes, nämlich, dass er manchmal nicht einmal Lust hatte, Sünde zu bekennen. Es tat ihm einfach nicht leid. Hebt jetzt nicht eure Hand. Aber habt ihr auch schon mal erlebt, dass ihr intellektuell wisst, was ich gerade tue, ist wirklich verkehrt. Die Bibel sagt es, Ellen White sagt es, meine Eltern haben es mir gesagt. Und ich weiß auch, dass ich eigentlich damit aufhören müsste, aber es tut mir eigentlich nicht wirklich leid. Ich bin nicht wirklich traurig darüber. Und wisst ihr, ich glaube, das ist ein Grund, vielleicht der Hauptgrund, warum Menschen die Gemeinde verlassen. Denn sie wissen, ich dürfte so nicht leben. Sie wissen auch theoretisch, ich müsste anders leben. Aber sie haben im Kopf, ich muss ja erst irgendwie traurig darüber sein, weil wenn ich nicht mal traurig darüber bin, wie soll mir Jesus helfen können, oder? Und dann bleiben sie fern. Weil sie denken, naja, Religion ist irgendwie nichts für mich, das spricht mich nicht an. Nun, Luther hat natürlich verschiedene Hilfe bekommen. Ihr kennt die Geschichte vom Staupitz. Ihr kennt die Geschichte vielleicht auch vor, also was hat Staupitz gemacht? Staupitz hat ihm damals geholfen, auf Jesus zu schauen. Und dann gibt es die wunderbare Geschichte, wie dann irgendwann 1516 dieses griechische Testament in die Bibliotheken auch kommt. Und Luther findet natürlich sofort dieses Buch und studiert es.
Erasmus von Rotterdam hat den Text des Receptus zusammengestellt, und nicht den Text, also Vorform, das ist eine andere Debatte, aber. Und dort findet er eine Definition des Wortes Buße. Metanoia. Metanoia bedeutet im Wesentlichen, wer von euch mag gerne wandern? Gibt es jemanden, der gerne wandert? Ich liebe Wandern. Jetzt kommt es manchmal vor, trotz guter Vorbereitung und besseren Karten, dass während man wandert, man sich irgendwie verirrt. Ist euch das schon mal passiert? Man geht den falschen Weg. Also bei uns passiert das ab und zu. Meine Frau spricht immer vom Quotenverirrer von mir. Man geht und jetzt stelle ich fest, ich bin auf dem falschen Weg. Was macht man? Man kehrt um. Und genau das ist Buße. Buße bedeutet dem Wort nach eigentlich Umkehr. Umkehr. Ich stelle fest, ich bin auf diesem Weg und hey, das ist der falsche Weg. Jetzt kann man natürlich so stolz sein und sagen, ich wollte eigentlich hier lang gehen, nicht wahr? Aber wenn man sich eingesteht, ich bin den falschen Weg gegangen, was ein bisschen demütigend ist, wenn man die Karte hat, vielleicht oder einen Kompass oder so, ja? Oder auch Schilder waren. Aber wenn man demütig genug ist, festzustellen, ich gehe den falschen Weg, bin den falschen Weg gegangen, dann kann man umkehren und wieder zum richtigen Weg kommen. Nun, wie ist das mit der Buße? Wer war der erste Mensch, der das Potenzial hatte, Buße zu tun? Adam. Meint ihr, dass für Adam die Buße verglichen mit uns schwierig oder einfach war? Also wie viele Sünden hatte der Adam am Anfang begangen? Eine, nicht wahr? Eine Sünde. Also von allen Menschen, die jemals gelebt haben, wenn es irgendjemanden gab, dem die Buße vielleicht einfacher fiel als anderen, dann dem Adam, denn er hatte nur eine einzige Sünde begangen. Und wir würden heute vielleicht sogar sagen, auf den ersten Blick, es war nicht mal die dramatischste Sünde, so für sich genommen, oder? Er hat einen Apfel gebissen. Wirklich ein Apfel, Ellenwald sagt es, für die später kommen und mich fragen. Weil es gehört auch zu unserem adventistischen Selbstverständnis, dass wir meinen, es steht ja nicht in der Bibel, aber es ist ein anderes Thema. In einen Apfel gebissen. Hat der Adam, wir gehen jetzt nicht dahin aus Zeitgründen, aber hat der Adam verstanden, dass ihm nach der Sünde etwas gefehlt hat? Hat er das realisiert, mir fehlt etwas? Hat der Adam, als Gottes Stimme dann erscheint im Garten, hat der Adam verstanden, ich bin von Gott getrennt, ja oder nein? Ja? Der Adam hatte ein ganz deutliches Bewusstsein für seine Sündhaftigkeit, dass ihm etwas fehlt. Er hatte sogar ein bisschen Angst vor Gott. Und ich stelle mir vor, wie im Himmel die Engel dann vielleicht hinabgeschaut haben und gesagt haben, okay, er sieht schon, dass er ein Sünder ist. Er sieht schon, dass ihm etwas fehlt. Und Gott ist da. Wunderbar, jetzt fehlt doch nur noch eine Sache. Adam, sag, es tut mir leid. Sag's einfach. Mach einen Schritt auf Gott zu und dann ist alles gut, oder? Sag, es tut mir leid. Und Gott gibt ihm diese Gelegenheit. Ich meine, Gott weiß, was kommt. Nicht wahr? Aber Gott gibt ihm vor dem Universum die Gelegenheit und sagt, nicht wahr, wer hat dir gesagt und so weiter. Und was sagt Adam? Oh, es tut mir leid, oder? Die Frau, die du mir geschaffen hast. Und die Engel im Himmel sind erschrocken. Wie kann ein Wesen, das vorher sündlos gelebt hat, und zwar objektiv sündlos, eine einzige Sünde begangen hat, in einen Apfel gebissen hat, das über intellektuelle Fähigkeiten verfügt, von denen wir alle nur träumen, wie ist es möglich, dass der nicht mal mehr sagen kann, es tut mir leid? An dieser Stelle sehen wir zum ersten Mal das, was Jesus sagt in Johannes 8, wer die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wenn wir Sünde tun, werden wir nicht aus eigener Kraft sagen können, es tut mir leid. Wir können als Laodizianer sagen, oh ja, es fehlt uns etwas. Oh ja, wir haben nicht die Erfahrung, die wir haben sollten. Oh ja, Jesus ist vielleicht außen vor der Tür. Wir können all unseren Zustand beklagen und ich glaube, das lieben wir sogar. So, unter der Hand. Lass mich mal so illustrieren. Wenn das Laodicea-Problem eine Wunde ist, dann sagt der Liberale, ich sehe keine Wunde und hat irgendwie was drüber nicht, weil ich sehe sie einfach nicht. Der Konservative sagt, schau mal hier, die Wunde. Und der Rechtskonservative sagt, wir müssen richtig in die Wunde rein. Schau mal hier, siehst du den Knochen da? Wir müssen ihn studieren. Ihr lacht, aber ich glaube, das ist ein echtes Problem. Wir machen die Probleme manchmal, wir als Adventisten, habe ich bemerkt, lieben wir die Probleme.
Und es ist gut, die Probleme zu sehen, aber statistisch, ich erzähle euch mal eine Geschichte, ich hoffe, alle, die dabei waren damals, fühlen sich jetzt nicht angegriffen. Ich war mal bei einer Gemeinde zu einem Gemeindeleitertreffen. Wir haben ein ganzes Wochenende über Laodicea gesprochen. Ich habe sie am Anfang gefragt, wenn ihr an Laodicea denkt, was fällt euch ein? Und ich habe das auch in anderen Gemeinden schon gemacht und immer kommt dasselbe. Was ist das Erste, wenn du an Laodicea denkst, an die Botschaft von Laodicea? Was kommt? Lauwarm, elend, erbärmlich, bloß, nackt und so weiter. Schaut euch die Verse an. Schaut mal, wie viele Verse über Jesus sprechen und seine Lösung und wie viele Verse sprechen über unser Problem. Warum ist nicht der erste Gedanke, wenn wir an die Laodicea-Botschaft denken, warum ist nicht der erste Gedanke, Jesus ist mein Amen, Jesus ist mein Schöpfer? Warum ist nicht der erste Gedanke, der uns an den Sinn kommt, wenn wir an Laodicea-Botschaft denken, Jesus steht vor meiner Tür, er möchte hinein, Jesus möchte mich zum Überwinder machen? Das steht doch auch da drin, oder? Aber wir lieben die Probleme ein bisschen mehr. Vielleicht ist das fast so ein bisschen geistlicher Stolz. Weil die Laodicea-Botschaft ist nicht, schau mal mein Problem. Die Laodicea-Botschaft ist, ich habe eine Wunde. Das ist ein Arzt. Er gibt mir Balsam, ich tue ihn rauf. Fertig. Das braucht Zeit und dann ist die Wunde geheilt und wir gehen in den Himmel. Fast so einfach, um zu glauben, oder? Aber genau das ist Buße. Buße ist einfacher, als wir glauben, aber Buße ist menschenunmöglich, wie wir gerade gesehen haben, denn ein Mensch kann aus sich heraus nicht Buße tun. Und deswegen sagt Ellen White in diesem Buch, Schritte zu Jesus, genau hier ist der Punkt, an dem viele irren mögen und deswegen nicht die Hilfe erfahren, die Jesus oder die Christus ihnen geben möchte. Sie denken, dass sie nicht zu Christus kommen können, wenn sie nicht vorher Buße getan haben und dass die Buße der Vergebung der Sünden vorangeht. Jetzt sagt Ellen White, es ist wahr, dass die Buße der Vergebung der Sünden vorangeht, denn es ist nur das zerbrochene zerbrochene Herz, das die Bedürftigkeit eines Erlösers fühlt. Stimmt das, oder? Nur das zerbrochene Herz nimmt die Erlösung an. Aber jetzt stellt Ellen White zwei interessante Fragen. Erstens, aber muss der Sünder warten, bis er Buße getan hat, bevor er zu Jesus kommen kann? Ist Buße ein Hindernis zwischen dem Sünder und dem Erlöser? Könnte es sein, dass für viele die Buße ein tatsächliches Hindernis ist zwischen ihnen und Jesus? So war es für Martin Luther. Weil er immer dachte, ich muss ja irgendwie erst Buße tun, ich muss mich erst zerknirschen, dann kann ich zu Jesus kommen. Es muss mir doch wenigstens leid tun. Irgendwie muss ich mich doch dazu kriegen, dass es mir leid tut, dann komme ich zu Jesus. Das Problem ist nur, wenn man sich selbst zur Buße führt, weiß man nie genau, ob die Buße echt ist. Und das hat den Luther verrückt gemacht, weil er wusste, wenn die Buße mein Werk ist, dann weiß ich nie, ob die Buße echt ist. Und deswegen sagt uns, übrigens, was war die Lösung bei Adam und Eva? Gott schaut sich diesen Adam an und stellt fest, der kann nicht einen Schritt auf mich zugehen, nicht einen einzigen. Und was sagt Gott in Vers 15? Ich will Feindschaft setzen zwischen der Schlange und der Frau. Gott kann einen Keil treiben zwischen dich und die Sünde. Gott kann in die Initiative gehen und er will das tun. Die Bibel sagt uns in Römer Kapitel 2, in einem wichtigen Vers, in Römer Kapitel 2, und dort Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Buße ist ein Geschenk. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, glaubt es der Apostelgeschichte, die das genau so formuliert. In der Apostelgeschichte Kapitel 5 und dort Vers 31, da steht ein Vers, ich wünschte, darüber würde mehr gepredigt werden. Ich wünschte sowieso, dass mehr über Buße gepredigt werden würde.
Eigentlich, als ich das vorbereitete, wollte ich schon sagen, es wird ja nie bei uns über Buße richtig gepredigt, aber nach heute Morgen muss ich das leider, kann ich das leider nicht, also zum Glück nicht so sagen. Apostelgeschichte 5, Vers 31 sagt, diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Ich glaube, wir machen einen Fehler. Wenn wir immer nur davon sprechen, dass Jesus uns echte Sündenvergebung gibt und uns und nicht erwähnen oder nicht herausstellen, dass Jesus uns auch echte Buße schenken möchte. Die Buße kommt zuerst, dann kommt die Sündenvergebung. Aber beides sind Geschenke. Kann ich irgendetwas tun aus meiner Kraft, um Sündenvergebung zu bekommen, ja oder nein? Nein. Kann ich irgendetwas tun, um Buße zu bekommen aus eigener Kraft? Nein. Beides sind Geschenke, für beides müssen wir bitten, aber nur wenn ich das Geschenk der Buße erbeten habe und angenommen habe, nur dann kann ich das Geschenk der Sündenvergebung wirklich schätzen. Und wenn wir die Buße überspringen, dann predigen wir ständig über Sündenvergebung, so eloquent wie wir wollen, und keiner ist sich so richtig sicher. Ist es nicht wahr, dass zu viele Adventisten sich eigentlich nicht sicher sind? Obwohl seit 30, 40 Jahren über das Kreuz gepredigt wird, links, rechts, oben und unten. Könnte es sein, dass wir die Buße, die Jesus uns schenken möchte, nicht wirklich erbeten, nicht wirklich annehmen und nicht wirklich predigen? Ich möchte das illustrieren, was diese Buße ist, an dem Leben von der Lieblingsperson von Luther in der Bibel. Wer von euch kennt die Lieblingsperson von Luther in der Bibel? Paulus. Warum Paulus? Paulus war ein Theologe wie Luther, Paulus war sehr kühn wie Luther, nicht wahr? Paulus war ein Missionar und Paulus hat dem Petrus ins Angesicht widerstanden. Das fand der Luther ganz toll. Da hat er gesagt, wenn der Paulus dem Petrus ins Angesicht widerstehen kann und sagt, du liegst falsch, dann kann ich doch sicherlich auch dem vermeintlichen Nachfolger von Petrus ins Angesicht widerstehen, nicht wahr? Schreibt im Galater-Kommentar, deswegen hat er den Galaterbrief so geliebt, aber das ist ein anderes Thema. Ihr kennt Paulus, oder? Paulus war ein Siebenten-Tags-Adventist. Er hielt den Sabbat, er wartete auf den Messias, er glaubte an die Heiligtumsbotschaft, und zwar Heiliges und Allerheiligstes. Er glaubte an den großen Versöhnungstag, er glaubte an die Propheten, er zahlte den Zehnten, Schweinefleisch ist nicht mal in sein Haus gekommen. Er war ein respektierter Theologe, er gehörte zu den konservativen Siebenten-Tags-Adventisten, oder? Er hatte immer wieder gegen diese liberalen Sadduzäer in Debatten bestanden und hatte nachgewiesen aus der Bibel, warum die falsch liegen, wenn sie biblische Lehren aufgeben. Ein Vorzeige-Siebenten-Tags-Adventist theologisch. Mit einem Problem. Er hat Gottes Volk geschädigt. Er hat anderen Menschen Schlechtes getan. Ein super Theologe, ein super Adventist, aber kein Christ. Hat andere verfolgt. Nicht mit seinen eigenen Händen, aber mit Befehlen, mit Worten. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Saulus unter uns. Super konservativer Adventist. Aber mit unseren Worten, mit unserem Verhalten, mit unseren Taten schädigen wir andere Menschen im Volk Gottes. Und der Saulus dachte sogar richtig gut von sich selbst, oder? Fast so ein bisschen so wie in Laodicea. Ich bin's. Ich bin errettet. Ich habe die Erlösungsgewissheit. Ich habe die Bibel. Ich kenne sie auswendig. Da konnte 5. Mose mindestens komplett auswendig. Weiß nicht, wer von euch das kann. Und doch war ein echtes Problem. Er war völlig unbekehrt. Nun, wir nehmen die Geschichte in Apostelgeschichte 9 auf. Apostelgeschichte 9 und dort ab Vers 1. Apostelgeschichte 9 und dort Vers 1. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagoge, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Er hatte einen richtigen Zorn auf die Christen, weil die waren zu liberal. Beziehungsweise, je nach Perspektive,
das war so eine fanatische neue Gruppe mit neuen Lehren, die nicht das glaubten, was alle Theologen zuvor immer schön im Konsens geglaubt haben. Die haben einfach die Bibel gelesen und irgendwelche neuen Prophetien entdeckt. Könnt ihr euch aussuchen, welche Perspektive ihr einnehmen wollt, nicht wahr? Und er war wütend auf die. Die muss man ausschalten. Da muss man gegen angehen. Und er bat sich von den Briefen nach Damaskus. Halten wir fest, zu wem ist er gegangen? Halt das mal im Hinterkopf. Zu wem ist er gegangen? Zum hohen Priester. Was hat er vom hohen Priester bekommen? Was hat er bekommen? Briefe. Er ist zum hohen Priester gegangen, hat Briefe bekommen. Womit wollte er damit hingehen? Ja, ins Ausland, oder? Ja, nach Damaskus, ins Ausland. Was wollte er dort im Ausland tun? Menschen fassen und sie nach Jerusalem bringen. Also Saulus sagt, er geht zum Hohenpriester, bekommt Briefe, geht damit ins Ausland oder will ins Ausland gehen, um im Ausland Menschen zu finden, die er nach Jerusalem bringen kann. Haltet das im Hinterkopf. Vers 3. Als er aber dahin zog, begab es sich. Jesus schaut herab auf diesen Saulus, den er selbst geschaffen hat. Welche Empfindung hat wohl Jesus gehabt für ihn? Er hat ihn geliebt, oder? Aber weil er ihn liebte, musste ihn doch jetzt irgendwie züchtigen, oder? Wie wir heute gehört haben. Er musste doch irgendwie korrigieren. Er musste doch irgendwie ihm deutlich machen, Saulus, du bist auf dem Holzweg. Obwohl du die gesamte siebenten-Tags-adventistische Theologie, wie sie im Alten Testament verstanden werden konnte, verstehst. Also zumindest theoretisch. Und glaubst und verteidigst und auch ziemlich stolz darauf bist. Aber Saulus, du bist auf dem Holzweg. Wie kriege ich dich dazu? Wie schaffe ich es dir, dir deutlich zu machen? Denn Saulus wäre niemals aus eigenem Antrieb auf die Idee gekommen, hey, ich bin eigentlich unbekehrt, oder? Okay, was passiert? Lesen wir den Vers weiter, Vers 3. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich zogen dunkle Wolken auf, die Erde bebte und die Blitze donnerten. Das wäre doch ganz passend gewesen für ein Strafgericht Gottes, oder? Das wäre doch passend gewesen, um zu sagen, hey, das gefällt mir nicht, was du tust. Steht das in eurer Bibel? Nee, ist nicht im Textus Receptus, oder? Ist in keiner Übersetzung. Was ist passiert? Gott entscheidet sich, Licht zu senden. Licht für einen Mörder. Es strahlte ein Licht vom Himmel. Der, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, als eine Ehebrecherin zu seinen Füßen kauerte, noch nicht einmal Entschuldigung gesagt hatte, sondern einfach nur nicht weggelaufen war. Er, der gesagt hatte, ich bin das Licht der Welt, ich vergebe dir, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Dieses Licht der Welt schien auf den Weg des Saulus. Und Ellen White sagt, in diesem Licht sah Paulus den Gekreuzigten und niemals wieder hat er diesen Eindruck vergessen können. Aber es gab noch mehr. Schaut mal in Vers 4. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das Licht hat ihn vom Pferd geschmissen, aber wenn das nicht passiert wäre, ich bin mir sicher, diese Worte hätten ihn vom Pferd geschmissen. Denn Saulus war ein Bibelstudent. Und Saulus erkannte sofort die Bedeutung dieser Worte. Frage: Kennt ihr irgendeine andere Geschichte in der Bibel, wo irgendjemand so etwas ganz Ähnliches, vielleicht nicht im Wortlaut, etwas ganz Ähnliches sagt, sowas wie, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? David! War da nicht ein echter Saul, der auf dem Weg war, jemanden zu verfolgen und der David steht in der Höhle und sagt sowas Ähnliches wie, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und ein Paralleltext sagt explizit, der Mann hier heißt ja Saulus, griechisch, aber ein Paralleltext sagt, die Stimme sprach hebräisch, Saul, Saul. Den Rest quasi nicht auf aramäisch, aber warum verfolgst du mich? Um deutlich zu machen, es geht um deinen hebräischen Namen. Heute ist es ja Mode geworden, dass man den Kindern biblische Namen gibt, nicht wahr? Die Kinder heißen heute in der Adventgemeinde alle Elia und Jesaja und Henoch und Jemima, nicht wahr? Und
Aber keiner gibt seinem Kind den Namen Saul. Warum nicht? Warum nicht? Weil Saul trotz einer vermeintlich kleineren Sünde, verglichen mit David oder so, am Ende verloren ging. Es ging nur bergab mit ihm. Niemand möchte sein wie Saul, oder? Und in diesem Moment, als er den Gekreuzigten vor sich sieht und diese Worte hört, da dämmert es ihm. Ich, toller Bibelgelehrter. Ich, super Adventist, bin eigentlich so wie König Saul. Ich verfolge unschuldige Menschen. Ich bin auf dem Holzweg. Und wenn ich nicht umkehre, Metanoia, werde ich enden wie Saul. Ist dir schon so mal gegangen, dass beim Bibellesen Jesus sich dir offenbart hat und du feststellst, wie du wirklich bist? Der Saul hat sich bekehrt. Wisst ihr, er war vorher ein Sabbathalter, er hat danach den Sabbat gehalten. Hat vorher kein Schweinefleisch gegessen, hat danach kein Schweinefleisch gegessen. Er hat vor den Zehnten gezahlt, danach den Zehnten gezahlt. Vor die Bibel gelesen, danach die Bibel gelesen. An Propheten geglaubt und Propheten geglaubt. Und trotzdem hatte sich alles in seinem Leben verändert. Aus einem guten Adventisten, theologisch, war ein echter Christ geworden. Denn Gott hatte einen ganz anderen Plan mit ihm. Wisst ihr noch, was Paulus vorhatte? Wo war Paulus gewesen? Er war beim Hohepriester, hatte was bekommen? Briefe, um sie wohnen zu bringen? Ins Ausland, um dann Menschen zu bringen, um sie nach Jerusalem zu bringen. Und Gott sagt, hey, ich habe einen ganz anderen Plan für dich. Ich möchte, dass du zum Hohepriester kommst, Briefe erhältst, ins Ausland gehst, um Menschen nach Jerusalem zu bringen. Ich möchte, dass du zum himmlischen Hohepriester kommst, von ihm Briefe erhältst, den Römer, Galater, Epheser, Philippa, Korinther, nicht wahr? Um als Auslandsmissionar Menschen zu finden, um sie nach Neu-Jerusalem zu bringen. Das war sein Plan. Seit wann hatte Gott sich das überlegt? Wann war Gott auf die Idee gekommen, Mensch, den könnte ich dafür gebrauchen? Wann hat Gott gesagt, hey, den Saulus, den könnte ich gebrauchen? Was sagt er, kommt, was sagt der Paulus, was sagt Paulus selbst in Galater 1? In Galater 1 und dort in Vers 15. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel. Wann ist er ausgesondert worden? Saulus hat verstanden, dass ich Prediger geworden bin. Hängt nicht damit zusammen, dass ich 5. Mose auswendig gelernt habe. Hängt nicht damit zusammen, dass ich so toll predigen kann. Hängt nichts damit zusammen, dass ich zu den Füßen Gamaliels gelesen habe. Nichts davon hatte irgendwas damit zu tun, sondern ich war schon zum Prediger erwählt, bevor die Samenzelle mit dem Ei sich verschmolzen hat. Gottes Gnade ist von nichts abhängig, was wir tun. Und als der Saulus das verstanden hat, dass all das, was er getan hat in seinem Leben, sowohl das Gute als auch das Schlechte, keinen eigentlichen direkten Einfluss darauf hatten, was Gott eigentlich für ihn geplant hatte. Da konnte er sagen, durch Gottes Gnade, sagt er nicht, durch Gottes Gnade glaube ich, was ich glaube. Er sagte nicht, durch Gottes Gnade predige, was ich predige. Er sagte nicht, durch Gottes Gnade esse ich, was ich esse. Es war keine Reform der Theologie, es war keine Reform des Lebensstils, es war eine Reform seines ganzen Wesens. Er konnte sagen, durch Glauben bin ich, was ich bin. Und jetzt war er ein Christ. Und jetzt war er bereit, sein Leben zu geben für seine falschen Brüder. Jetzt war er bereit zu sagen, alle haben mich verlassen, als ich vor Nero stand. Der Herr sehe es ihm nach. Jetzt war er nicht mehr bitter über Schwester X, die so seltsame Sachen über ihn gesagt hat. Jetzt war er bereit, Mühen und Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, um diese Liebe, die er erfahren hat, weiterzugeben. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er hatte echte Bekehrung erlebt, weil Jesus ihm sie angeboten hatte. Jesus war mitten auf seinen Weg gekommen, das Licht vom Himmel schien und sagte, hey, ich bin für dich gestorben, du bist auf dem falschen Weg. Wenn du möchtest,
kann ich dir Reue schenken, willst du? Und Saulus war ein kluger Mann an dem Tag. Er wollte. Er hat sich Reue schenken lassen. Echte Reue. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis er das alles verarbeitet hat. Nicht wahr? Er hat sogar 3 Jahre Zeit in Arabien genommen. Aber diese echte Reue, diese echte Sündenvergebung haben ihn zu einem echten Christen gemacht. Der bei diesem Prozess nichts von seiner adventistischen Theologie verloren hat übrigens. Blieb alles noch da? Habt keine Angst, nicht wahr? Wenn man Christ wird, verliert man nicht sein Adventist sein. Man wird nur ein echter, höflicher Christ. Ich erinnere mich immer, was Ellen White sagt, wenn wir höflich, freundlich, mitfühlend und demütig wären, dann gäbe es heute 100 Bekehrungen, wo es nur eine gibt. Und vielleicht sagt ihr, oh, das geht mich nichts an. Lasst mich das. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, das ist wichtiger. Eine letzte Geschichte, nochmal von einem 7. Tags-Adventisten. Einer, der immer fromm war, der nie zur Party ging wie sein wilder Bruder. Einer, der sich schon von Kindesbeinen an für geistliche Dinge interessierte, es gab noch keine Bibel, aber der die Worte Gottes, wie sie ihm weitergegeben worden, studierte, der sich für den Geist der Weissagung interessierte, denn der Geist der Weissagung hatte Großes für ihn vorhergesagt. Ein 7. Tags-Adventist, der eifrig war, der seinen 10. zahlte. Sein Name war Jakob. Immer fromm, hat immer seine Sabbatschule gemacht. Aber die Gemeindeleitung in Form seines Vaters, die aß zu viel Fleisch und wollte einfach nicht das tun, was der Geist der Weisung gesagt hatte. Und da fand er es berechtigt, einfach auch mal ein bisschen menschlich zu handeln. Für das Gute. Für das Anliegen des Heiligen Geistes, oder? Damit er das Erstgeburtsrecht bekommt. Und so zieht es sich durch die Geschichte von Jakob, wie er ein tolles Wissen über die Bibel hatte. Und doch immer eigentlich, letztendlich, durch unbekehrtes Handeln statt den erwünschten Segen, Fluch hatte. Seine Familie war eine Katastrophe. Streit ohne Ende, die Kinder außer Rand und Band. Und gegen Ende seines Lebens, er war schon über 90, wird er sich gefragt haben, Mensch, ist das alles, was jetzt so die Erfahrung mit Gott beinhaltet? Und ihr kennt die Geschichte, eines Abends war er alleine. Er musste das Gebiet von Laban verlassen und hatte Angst, Esau zu treffen. Und in dieser außergewöhnlichen Situation, die Engländer sagen, er war between a rock and a hard place. Es ging nicht rückwärts, es ging nicht vorwärts. Mitten in der Nacht entschied er sich, etwas Kluges zu tun. Er betete. Und er betete und betete. Und als er betete, das schreibt Ellen White, kam plötzlich dieses Gefühl an der Schulter. Er wurde von einer Hand gepackt. Und er kannte die Gegend, er hatte früher dort gelebt, er wusste, hier leben Amoriter und Heviter und Jebusiter und noch ganz viele andere Viter, die alle sehr gefährlich sind. Und er wusste, wenn ich mich jetzt nicht wehre, bringt er mich um. Das sind alles Mörder, nicht alles, aber viele. Nicht, ja? Und er kämpft. Wie lange hat er gekämpft? Frage an alle Männer, wie lange schafft ihr zu kämpfen? Man ist eigentlich nach 10 Minuten völlig erschöpft, oder? Jakob war über 90, rechnet das aus. Und er kämpft stundenlang und zwar nicht, wie wir vielleicht das in der Kindertabatschule darstellen, so ein bisschen so, nicht wahr? Er kämpft um sein Leben. Und wenn ihr schon mal für ein paar Sekunden um euer Leben gekämpft habt, da schlägt man um sich. Da ist man verzweifelt. Das ist vollkommen egal, wo man den anderen trifft. Wir haben stundenlang gekämpft. Und ich habe fast das Gefühl, ich kann das nicht beweisen, das ist nur meine Christopher-Kramp-Spekulation, ich habe das Gefühl, dass der mit ihm kämpfte, gewartet hat, bis die Sonne anbricht, damit Jakob etwas sehen kann, nämlich Folgendes. Ich sage nur Christopher Kamps Spekulation. Während sie kämpfen, hebt sein Gegner die Hand, ganz offensichtlich, es war ein besonderer Moment, und er berührt ihn an der Hüfte. Was passiert? Nur durch die Berührung, nachdem sie stundenlang sich bekämpft haben, was passiert durch die Berührung? Er ist plötzlich behindert. Und da dämmert es dem Jakob, ich habe nicht mit einem Amoriter gekämpft.
Ich habe mit Gott gekämpft, so wie es dem Paulus auf dem Weg nach Damaskus dämmert. Ich kämpfe gar nicht gegen irgendwelche Fanatiker oder irgendwelche Liberalen. Ich kämpfe gegen Jesus mit meinem Verhalten. Und plötzlich verändert sich alles. Und wir lesen die Geschichte, wir sind gleich am Ende, ihr lieben Techniken. In 1. Mose 32, da heißt es, Jakob aber in Vers 25, Jakob aber blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach, und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde und beim Ringen mit ihm, Und jetzt kommt der Vers 27. Und der Mann sprach, lass mich gehen. Ich habe früher immer gedacht, was für ein hoffnungsloser Satz. Heute glaube ich, ist einer der schönsten Sätze in der ganzen Bibel. Ich erkläre euch jetzt warum. Wer von euch hat Geschwister? Ich habe 3 Brüder. Sind alle nett. Der eine ist so nett, der arbeitet jetzt sogar in der Vereinigung. Aber früher, und mein Vater kann das bezeugen und einige andere aus der Rostocker Gemeinde, waren wir nicht so eng, wie wir heute sind. Wir haben uns viel gestritten, gekappelt und auch geprügelt. Und wenn man sich mit seinem Bruder so prügelt, dann kommt es vor, dass einer die Oberhand gewinnt und den anderen in den Schwitzkasten nimmt. Frage an euch. Wer sagt dann, lass mich gehen? Der im Schwitzkasten oder der den Schwitzkasten hält? Der, der überwunden ist, sagt, lass mich gehen. Hier ist der Schöpfer des Universums, der gerade mit einer Handbewegung einen Mann behindert gemacht hat. Und dieser Mann hängt mit irren Schmerzen an seinen Füßen. Und Jesus, der Schöpfer des Universums, der gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht, der sagt, lass mich gehen. Jesus, kannst du nicht mit einer weiteren Berührung in die Hand das Handgelenk verstauchen? Kannst du nicht einfach sagen, ich bin frei, und kannst du nicht dich befreien? Jesus sagt in diesem Moment etwas, das jedem Einzelnen von euch Hoffnung geben sollte, nämlich, ich bin besiegt. Die Bibel sagt zweimal eindeutig, dass Jakob Gott besiegt hat. Nicht durch seine Cleverness, nicht durch seine Theologie und nicht durch seine Stärke, sondern, Achtung, durch seine Hilflosigkeit. Denn als Jakob dort an seinen Knien bettelte und feststellte, dass sein ganzes Leben lang er im Grunde genommen bei aller guten adventistischen Theologie auf sich selbst vertraut hatte, dass all der Segen, den er sich selbst genommen hat, mit kleinen Tricks, immer nur Fluch gewesen ist, das kommt er zur Erkenntnis, ich habe nichts, ich bin nichts, ich bin vollkommen hilflos, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und an diesem Tag wurde der 90-jährige oder etwas mehr ältere Jakob zu Israel. Aus dem Laodicea-Adventisten Jakob wurde der Fürst Gottes. Und die Bibel beschreibt das so schön, wie die Morgensonne aufgeht und wie Jakob humpelt als bekehrter Mensch. Ihr Lieben, Jesus sehnt sich nach einer einzigen Sache, dass wir aufhören, über die theologischen Details der Laodicea-Botschaft zu studieren. Dafür war sie nie gedacht. Sie war nie dazu gedacht, dass wir die kleinsten Details über die Natur Jesu oder über das Gesetz Gottes oder über Heiligung uns zerstreiten. Das war nie die Intention. Die ganze Intention war, liebe Adventisten, ihr habt schon die ganze Botschaft, ihr habt sie schon, haltet sie fest, aber bitte, bitte werdet freundliche Christen. Bekehrt euch. Bekehrt euch. Wenn das geschieht, und es ist nicht so schwer, dann gehen wir nach Hause. Und das geschieht nicht über Nacht. Es geschieht auch nicht auf einem Joshua-Camp-Meeting, sondern es geschieht, wenn wir nach Hause gehen und Tag für Tag an einer Wahrheit festhalten. Ich bin nichts, ich kann nichts ohne Jesus. Ich bin hilflos. So wie Miller damals sagte, ich habe einfach den Wunsch, ich will mich hilflos, wie ich bin, in Jesu Arme werfen. Er wird mir die echte Reue schenken. Er wird mir den echten Glauben schenken. Er wird mir das Kleid der Gerechtigkeit geben. Er wird mir Sündenvergebung geben. Er wird mich besprengen. Er wird seinen Geist über mich gießen. Er wird mir das steinerne Herz herausnehmen. Er wird mir ein neues Herz geben. Er wird sein Gesetz in mein Herz schreiben. Er wird bewirken, dass ich in seinen Satzungen wandle und gehe, wie Hesekiel 36 sagt. Er wird es tun, wenn ich nur zu ihm komme und einfach feststelle, ich brauche dich.
Wer von euch möchte heute Nachmittag sagen, ich brauche Jesus? Ist dein Wunsch? Dann lass uns jetzt in die kleinen Gruppen gehen und darüber beten und sprechen. Bevor wir dahin gehen, wollen wir einmal kurz beten und ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass dein Wort klar und deutlich ist, dass wir uns nicht verkünsteln müssen, sondern dass jeder es verstehen kann, der will. Herr, du willst, dass wir echte Rechtfertigung, echte Bekehrung erleben, dass wir uns eingestehen, dass wir nichts sind, dass wir dich brauchen und dass in jeder einzelnen Phase in der Bekehrung, in der Buße, in der Sündenvergebung, in der Rechtfertigung, in der Heiligung, wie wir diese Phasen noch alle nennen mögen, die am Ende ineinander übergehen, dass du alles bist und dass, wenn wir mit dir kooperieren, wenn wir die Tür aufmachen, wenn wir dich lassen, wenn wir uns einfach zu dir gesellen, wenn wir auf dich zulaufen, wenn wir deine Hand ergreifen, dass du das tust, sehr gerne, denn du hast dich uns offenbart, bevor wir dich gesucht haben. Du hast schon einen Plan für uns gehabt, bevor wir irgendwie uns dafür qualifizieren konnten. Du bist derjenige, der uns zieht, nicht wir, die wir eigentlich nach dir suchen. Und Herr, heute wollen wir eingestehen, dass wir hilflos sind. Und wir danken dir, dass du uns verändern wirst und dass wir wissen dürfen, dass du die Macht hast, aus Laodicea eine triumphierende Gemeinde zu machen, die gewaschen im Blut Jesu in den Himmel gehen wird für alle Ewigkeit. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen.